wenn er uns holen sollte, dann holt er mich jetzt erstmal. Aber ich laufe ein bisschen weiter rechts runter, dass ich so ein bisschen auf Augenhöhe bin bei dir, ne? Ja, ja. Und Andreas, du guckst von hier oben am besten. So, ich laufe jetzt mal runter, ja? Ich laufe bis ins Zickzack. Ich laufe links von euch, laufe ich mit. Wer ist da? Hallo? Hallo? Ja. Are you friendly? Bist du das, Hans? Wo ist er? Ach, ich bin das, ja. Oh, mein Gott. Oh, schreck mich nicht so. Ich dachte jetzt wir. Mike, ich bin links von dir. Okay, hier ist keiner. Nee. Ja, ich glaube, den können wir. Kann auch sein, der hat sich ausgelockt. Ja. Guck nochmal das Fernglas. Wenn das mal nicht so buggy wäre. Da. Hallo, Fernglas, danke. Ja, nee, ich sehe nicht. Nee, ich auch nicht. Gut. Andreas, wir gehen wieder hoch. Okay. Okay. Ich wollte noch mal sicher gehen, weil ich habe keinen Bock, dass der irgendwie uns dann hier wegsnipert oder irgendwas. Weil es schon komisch ist, weil meine rennen auch nicht weg. Check nochmal ein bisschen den rechten Wald ab. Mike, mach mal langsamer. Hans hängt unten. Da ist Hans und wo bist du? Auch da. Ja. Gut. Ja, ich glaube, der ist weg, ne? Ja, ich glaube auch. Also ich tippe mal, entweder hat er sich ausgelockt. Oder? Gut. Hat sich irgendwo versteckt in irgendeinem Haus oder was weiß ich. Der läuft ganz weit. Weil ich meine, klar, zwei Mann unterwegs sieht man immer mal, drei ist halt schon ein bisschen komischer, ne? Dann. Gut, vielleicht hat er einfach noch Schiss gehabt. Aber wir tun euch doch nichts. Sagst du. Nein, wir tun hier niemandem was, Andreas. Erst wenn sie uns nicht antworten. Wie er. Hans da ja. So, Andreas, wie müssen wir jetzt weiterlaufen? Ich habe jetzt die Orientierung wieder halb verloren. Erstmal wieder die Straße dem Berg hoch. Warte, ich will nochmal wieder plündern gehen. Bist du jetzt in dem Haus da drin oder was? Aber alles leer.
Warte, Hans, der Andreas ist wieder im Haus. Ja, okay. Sucht noch sein geeignetes Plätzchen. Ah, dann trinke ich mal schnell was. Okay, ich bin dran. Hey, wo ist denn jetzt meine Trinkflasche? Ach, da. Oh. Ich hätte notfalls noch eine zweite für dich dabei. Ich hab. Gut. Kann weitergehen. So, wohin? Immer der Straße nach. Wo ist denn Hans? Aus. Ne, da bin ich reingegangen. Ach, da vorne ist er. Ich sehe ihn ja. Hans liegt schon wieder im Gebüsch. Mike, wo bist du? Hier oben rechts. Ab und zu mal nach hinten. Jetzt erschreckt mich noch meine Frau. Doch noch auf die Idee kommt, uns von hinten wegzuholen, ne? Ja. Weil ich habe irgendwie ein komisches Gefühl bei dem. Ja, ich habe auch voll das komische Gefühl. Immer mal mit nach hinten gucken, Andreas. Meinst du, er folgt uns noch? Okay. Ja, das ist halt komisch, dass er weggerannt ist auch, ne? Ja. Gut, dann weiter geht's. Schau nur mal nach dem Ortsschild. Wo ist denn Hans? Rechts von uns. Hans ist so grün, den sehe ich immer so schlecht. Ob das soll so sein? Da vorne ist wieder ein Brunnen. Ja. Ja, das passt. Das passt. Wie gesagt, rechts geht's nach Bohr. Und links geht's dann so blöde Straße weiter nach Pavlovo. Heißt, wir sind ganz in der Nähe von der Militärbasis. Hier liegen 0 Bucks 10 Rounds, keine Ahnung, in dem Haus. Und meiner ist schon wieder Ungar. Ja, ich würde gerne mal ein Tier schießen. Ist wie mit allen, wenn man eins braucht, ist keins da. Mhm. Mann, ihr seid in der Scheune? Ja. Ich geh jetzt noch vor die Scheune schnell was trinken. Trinken aufhören gleich. Ah, da ist der Brunnen? Ich trinke. Ja. Hier, ich kann was droppen. Ich hab noch zu trinken hier. Warte, ich guck mal schnell. Ich trinke mal schnell meine Flasche leer. Nee, passt. Kannst du nehmen, Hans. Ich fülle meine schnell auf, dann passt das. Ja, okay. Ich guck
Mal schauen, ob da hier einer kommt. Wo ist denn deine Frau, Andreas? In der Küche und raucht eine. Mit Muschkette. Ah ja. Schatzi? Schatzi? Komm mal bitte. Kommt gleich. Okay, beide. Tschüss. So, jetzt müssen wir eigentlich noch da hochgehen, dann sind wir gleich da, oder? Noch. Also jetzt noch ein paar Meter durch die Straße entlang. Und dann müssten wir links mal durchs Gebüsch durchbrechen. Bei der nächsten Gehöftgruppe, wenn die kommen. Wir sind jetzt hier unten an dem Brunnen und weiter oben ist noch eine Kreuzung. Und da ist auch und dann links vorwärts. Mhm. Also jetzt nicht hier die Seitenstraße, sondern die Hauptstraße weiter auf die Straße weiter auf die. Ist Hans? Der ist hier bei mir. Ich bin das. Da bist du? Okay, alle da. Also hier vorne die Hauptstraße weiter, meinst du, ja? Genau, und dann kommt rechts nochmal eine kleine Gehöftgruppe. Und da geht auch nochmal ein Weg rein und da muss man quasi einfach nur gegenüber durch den Busch durchbrechen, dann kommen wir zur Militärbasis. Haus mal ein bisschen plündern. Also was zu essen wäre nicht schlecht. Warte, ich hab was. Warte, ich hab was, könnt ihr was droppen. Okay, geh mal am besten ins Haus rein. Moment, ich hatte gerade da. Peaches. Dankeschön. Hier noch alles rum, nichts weiter. Oh, hey, jetzt habe ich 3 Militärtrinkflaschen. Also Wasser hätten wir genug dabei. Frag mal Hans, ob der noch was zu essen braucht. Hans, brauchst du noch was zu essen? Ja. Ich habe hier noch 2 Essen gefunden. 3. Seid ihr hier in dem? Ja, ne? Wo ist Hans hier? Ich hab noch ganz viel Essen gefunden. Warte. Wo bist du? Ja, hier. Im Kreis gelaufen. Einmal. Das ist Muni. Achso, halt, warte, jetzt hab's gleich rausgezogen. Bacon. Tuna, warte, hier, da. Ich glaube, ich brauch die Muni auch gar nicht, oder? Ich weiß nicht, du hast eine SKS, ne? Das ist Mosin-Muni. Ich würde sie nehmen, wenn du sie nicht brauchst. Ja, dann nimm, warte, ich habe noch mehr hier. Da ist auch nochmal. Und da ist noch was zu essen. Danke sehr. Oh, jetzt gut, das heißt gleich, kein Platz mehr. Ich kann. Da kommt jemand. Ah, gut. Ich bin's noch. Ich kann euch auch noch was zu essen. Geben wir auch noch einiges da. Zack. Ja, jetzt ist gut, danke.
Warte mal, ist da draußen mal lang gelaufen? Nee. So, nimm mal. Gut. Also wir müssen jetzt... Also wenn wir zur Militärbasis wollen, gehen wir jetzt einfach quasi so geradeaus hier runter. Also hier runter, oder was? Ja, ich nehme nur mal die Kompassrichtung, Moment. War hier schon jemand drin? Andreas, glaube ich, ja. Oh, hat er ein Epipen hier liegen lassen. Was wurde liegen lassen? Ein Epipen. Habe ich mir schon gegriffen. So, stimmt das, Andreas? Müssen wir hier runter? Ja. Die Straße berghoch geht's nach Bohr und runterwärts geht's zur Militärbasis. Gut, dann gehen wir hier lang. Über den Hubbel drüber und dann dürfen wir schon die ersten Wachtürme sehen. Dann machen wir da Halt und gucken. Hans und Mike. Mit wem redest du, Andreas? Mit deiner Frau oder was? Ja, ich kann dich auch hören. Und warte, hier unten kommt ein Militärturm. Überleg, was du sagst, du kommst auf YouTube. Nein! Doch. Nein! Mike, wo bist du? Ich sehe jetzt nur Hans. Hier im Gebüsch. Ich guck auf die Militärbasis. Ich sehe gar niemanden von euch. Du rennst gerade unten gegen den Baum, kann das sein? Nö. Ist das Hans? Oh, jetzt ist er weg. Wo bist denn du? Fischgruppe unterhalb von dem Hügel. Achso, ich bin noch auf dem Hügel drauf. Wo ist Hans? Also wenn das gerade war, dass ich gerade verflüchtigt. Ist gerade anscheinend sein. Warte mal hier, Andreas. Wir müssen erstmal die Lage checken, nicht, dass da einer rumcampt oder so. Ja. Ich sehe dich nicht. Na, ich bin direkt hinter dir. Ach, da. Hans? Hans? Weil der ist gerade hier gegen den Baum gerannt und dann war er weg. Wenn er sich... Ja, da wird ein DC oder so. Ach komm, wir gehen jetzt einfach mal rein. Nee, wir warten jetzt hier auf Hans. Aua! Ich muss gleich los, wir wollen essen. Wo bist denn du hin, Andreas? Ich bin bitte noch den Hang runter an die erste Baumreihe ran. Gegen welchen Baum ist Hans gerannt? Gegen den, wo wir gerade gelehnt haben. Ah ja, gut. Also wir waren hier so in der Gebüschhecke bitte drin und der ist in der Mitte in den Baum und dann ist er wie auf der Stelle gerannt und dann war er weg. Hans, komm wieder! Skype verbunden. Also nur der Mike hört dich direkt mit und wenn du im Spiel sprechen willst, müssen wir eh noch an. Hi, Hans ist da, Hans ist da, oder? Wo ist Hans? Ah, da. Ja, ich glaube das wird gleich wahrscheinlich nochmal passieren, meine Grafikkarte Update zu machen. Ah, ja. Also weil meine FPS ist eigentlich relativ gut hier oder irgendwas, also ich habe jetzt keine Probleme. Mike, wo siehst du deine FPS? Okay. Gut, wollen wir rein. Das sehe ich doch immer. Ja, wir gucken mal schnell rein. Wie heißt du denn bei Steam? Gute Frage. Andreas, wie heißt ich denn bei Steam? Ingo LB.
Ah ja, Ginkgo LP. Ginkgo LP. LP. Ach stimmt, das ist ja jetzt noch die Tanja, ne? Ja. Momentan bist du ja mit Tanja on Tour. Ilsenberg, irgendwie machen. Warte mal, man kann auch schreiben, ne, wenn du hier, Ja, also dieses 22 muss aber, ich adde dich nachher einfach mal. Ja, genau. Ja, wenn, als ja wer. Und das wird dann mein neuer Channel hier, Ginkgo zockt. Okay. Da kommt das alles rein. Keine Mie, keine Mie. Das heißt Kane, Kane. So, komm, wir gehen in die Militärbasis. Ja. Ach, warte mal, Hans steht noch da. Ich warte hier hinterm Busch. Ein Let's Player, ich dreh durch. Hallo? Da gibt's doch so viele schon mittlerweile. Ja. Ich bin ja ein bisschen traurig, dass der Sarazar nicht mehr zockt. So, nee, ja, aber schau mal, der Wenger zockt, der Wenger zockt der Daisy. Der ist ja auch voll bekannt. Zaun! Der Mali-Dings, Tralala, oder wie der heißt? Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Ich glaube, links ist eine Öffnung, oder? Ich glaube, links war eine Öffnung hier vom Zaun, ja. Ja, wir können keinen Überfall gucken. Oh, Freund hier. Weißt du, was hier jetzt noch fehlt? Stoff im Loch in der Mitte. So, jetzt müssen wir gucken wegen Kommunikation, ja, dass wir nicht so schreien, weil dann hören die uns alle. Beide auf Skype. Ach, scheiße, Zombie irgendwo. War gerade Server Restart. Oh, Zombie, Zombie, Zombie. nee. Also ich glaube nicht, dass Server Restart war. Wieso? Okay, weil um 16 Uhr Server Restart ist. Server habe ich gelesen. Da eingeloggt. Das ja. Ja, leider ist nur Baracke da. Was hast du gesagt, Andreas? Gleich essen. Ach so. Der Andreas ist schon hier drin. So ein UN-Helm ist doch stylisch, oder? Mike, was ist denn besser? Borat-Helm oder jetzt der UN-Helm? Der ballistische Schutzhelm. Welcher Helm? Warte. Da liegt noch eine Pepsi da unten.
mein UN-Helm hier. So, oh Gott. Andreas, der fällt auf wie eine Birne. Ich weiß, aber du, die Farbe finde ich. Aber ich glaube, hier gibt es noch mehr Baracken, oder? Aber ich werde jetzt erstmal essen gehen, sonst weiß ich nicht. Hier glaube ich noch gar nicht. Andreas muss jetzt mal essen gehen. Ich glaube. So. Du Leute, ich. Du Leute, ich. Während du dich ausloggst, Andreas, schießen wir dich ab. Also dann viel Spaß, bis später. Dir auch. Ciao. Log dich mal aus, wo du. Nicht hier. Klar. Geh irgendwo rein. Nein, geh irgendwo rein, mein Gott. Dann bleibt er mitten hier stehen. Wollen wir denn nochmal in das Gebäude da, in dieses Groß? Ja, oder? Hätte ich auch gesagt. So. Mike, nicht so laut lästern, ich lasse nämlich Skype an. Alles klar. Hier liegt 100% Alkoholik-Tinktur. Wofür brauche ich das denn? Besoffen zu werden. Keine Ahnung. Ich hab's. Achso. Ich hab's noch nicht probiert. Ich dachte, jetzt desinfizieren oder so. Jetzt gucken wir, ob das sinnvoll ist. Server, so wenig Action hier. Das verstehe ich auch nicht. Guck mal, ob du von da oben irgendwie siehst, ob der, ob das die Military Base ja noch größer ist. Doch, das schau mal da hinten, wo ich hinguck. Da oben sind noch Baracken oder so, glaube ich. Da hinten, guck mal da. Da ist doch noch was, oder? Ja, stimmt. Da hinten, ne? Ich sag mir gerade, die Military Base, die zeigt so riesig an. Das kann ja nicht alles sein hier. Da hinten läuft einer. Wo? Hallo. Hey man. Ist der hier drin? Hallo. Hallo. Da ist er. Hi. Friendly? Yes. Hey man. Oh ja, kommt ein Zombie. Sprichst du Deutsch oder Englisch? Er ist hier hinter der Mauer. German? English, English. Hey man, friendly? Yeah, I'm friendly. Okay, please put your weapon away. Weapon, was sag ich denn? I can do it. Yeah, sure.
I don't have a weapon in my hand. I don't have a weapon. Okay. Hans, ich geh vor. Bleib okay. Hier, gib mir Deckung. I don't have a weapon in my hand. Where are you? Ah, da. Ja, here. Ja. Okay. I see you. Hi. What are you doing here? Hans, hast du... looting the military base. Did you loot everything? Not yet, no. It's not really interesting stuff here. Where are you from? I'm from England. England? Yeah. United Kingdom. That's nice. Okay. We will go and look for what. Are you alone here? What? Yes, okay. Then I would say enjoy, have fun, and stay alive. Okay, something good else. Luck to you. You too, bye-bye. Bye-bye. Hans, wo bist du? Hier bin ich. Du bist direkt an mir vorbeigelaufen. Gut, gut. Will nur gucken, ob das der ja nichts macht. Wo ist der? Ich sehe den nicht mehr. Kann auch sein, der ist weggerannt, weil er Angst hat. Okay. Da wollen wir da oben mal hin. Ja. Da müssen wir wieder da rein, gell? Was war das für eine Frage, was wir hier machen? Hallo? Was machen wir hier wohl schon? Ich geh mal hier ein bisschen außen an der Mauer. Dass du die immer siehst, ich hab den gar nicht gesehen. Werde ich auch erst gesehen. Naja. Denn es ist zu spät. Ist der weggerannt erst? Ich hab den. Ich hab ihn nicht mehr gesehen. Ach so. Ich warte mal noch ein bisschen. Mal vor. Gibt's auch nichts mehr gescheit. Baracke ist auch leer. Hier ist noch ein Dietrich, wenn du brauchst. Blockpin. Ah ja, da. Da. Wo ist der hin? Da. Gut, danke. Ja. War unspannend hier. Null. Aber das sieht auf der Map so riesig aus, gell? Warte mal, ich werde schon wieder angeschrieben. Bist du kurz da? Ich bin mal ganz kurz bei Steam. Warte mal, ich werde schon wieder angeschrieben.